Radio 1. Vorspiel. Greg Cartwright ist ein umtriebiger Mann. Er hat die wichtigsten Garagen-Rock'n'Roll-Bands aus Memphis mitgegründet. Er hat jede Menge Garagen-Rock'n'Roll-Bands produziert. Und er spielt natürlich auch gerade in einer Garagen-Rock'n'Roll-Band namens Raining Sound. Weniger Garage, mehr Soul. So klingt das aktuelle Album Shattered von Raining Sound, aufgenommen im derzeit besten Tonstudio für Vintage Soul, dem Deptone Studio in Brooklyn, New York. Heute Abend steht Greg Cartwright mit seiner Band Raining Sound im Privatclub in Berlin-Kreuzberg auf der Bühne. Vorher ist er live zu Gast im Radio 1 Studio im Admiralspalast. I see you in my dream. So true. Welcome, Greg. Good to see you. Yeah, good to see you too. Thank you. I first of all have to say, honestly, not being cheesy, your band's name is so cool. I couldn't believe that was still available when you picked it. Yeah, me neither. Was that your idea? Did you come up with it? I did come up with the name. And I don't know, you know, I can't even remember why it popped into my head. I used to work at a record store. And I think the thing was that someone had just issued a 45 of the demos of Johnny Thunder's first band that he had in 68 or 69. And the name of the band was The Rain, spelled R-E-I-G-N. Yeah. And I started thinking about that. And I started thinking about other ways to use the word in a band name. And I think that's how I came up with it. Oh, really cool. Ich habe heute so bei mir gedacht, wow, Raining Sound, was für ein endcooler Bandname ist das denn? Das heißt so viel wie der herrschende Sound, wenn man es übersetzt. Und ich konnte überhaupt nicht glauben, dass man sich das irgendwie ausdenken konnte vor ein paar Jahren. Die Band hat sich 2001 ja erst zusammengetan. Da habe ich gedacht, Mann, da muss es doch eigentlich schon zig Bands gegeben haben, die auf die Idee gekommen sind. Und Greg hat gerade gesagt, der Name ist ihm selber eingefallen. Er musste ein bisschen grübeln, wie es dazu kam. Und er meint, es war zu der Zeit, als er in einem Plattenladen gearbeitet hat. Und da kam jemand um die Ecke mit einer 45, also mit einer kleinen Single und hat die versucht anzubieten. Und das war Johnny Thunders erste Band. Und da war irgendwas mit Rain drauf. Also Rain schreibt sich in dem Fall R-E-I-G-N, nichts mit Regen. Und da hat er gedacht, wow, das ist so ein cooles Wort, da muss man mal gucken, ob man da einen Bandnamen drauf basteln kann. Und so kam es zu Raining Sound. Richtig, richtig gut. But actually, I realized that lots of your other projects have really, really cool band names. And they really often contain snakes. Is that on purpose or do you like them? No, I don't know why that is. But you know, it's funny, my daughter loves snakes. Okay. So I actually now have a python in my house. It's her pet. But yeah, I don't know why that is. The reptilian thing has followed me all my life. Er hat ja mehrere Bands. Raining Sound ist halt nur die, mit der er gerade auf Tour ist. Ich glaube, er hat 4 oder 5 aktive Bands und er hat eine Menge von Bands in der Zwischenzeit gehabt, die gerade irgendwie pausieren oder vielleicht auch nicht mehr zusammen sind. Ich habe mich mit sehr vielen coolen Bandnamen von Greg Cartwrights Output heute beschäftigt und da ist mir aufgefallen, dass es 2 gibt, nämlich die Deadly Snakes und die Detroit Cobras, die nicht nur cool klingen, sondern natürlich sich auch irgendwie mit Schlangen beschäftigen. Ich habe ihn gefragt, ist das jetzt Zufall oder hat er ein Herz für Schlangen? Und er hat gesagt, oh, Schlangen findet er ganz cool, aber das ist ehrlich gesagt nicht so absichtlich, obwohl sie aktuell eine Python als Haustier haben. Die hat allerdings seine Tochter angeschleppt. Okay, so it's the first time, and I was really surprised to hear that, you present songs from Shattered, from the album, in Germany. Why did it take that long? You've been touring the rest of the world beforehand, right? No, not really. When the record came out about a year ago, because I think it's almost just about a year now, we did do a lot of touring in the United States, which is a pretty big territory to cover, oh, yeah. To do all the different areas. No so, doubt. Yeah. So we did that mainly, and then I have 3 kids at home. So, you know, raising kids takes up a lot of time. So, you know, I tried to balance being on the road, working on other band projects, and also touring for Raining Sound and touring for the other projects. So it just took us a long time to get here. It's good. It's really good to see you, no matter how long it took you. But just mentioning that. Die Platte ist bereits über ein Jahr draußen. Und ich habe ihn gefragt, warum es jetzt so lange gedauert hat, die wirklich schlussendlich mal in Deutschland live zu präsentieren. Und er hat gesagt, er ist ein beschäftigter Mann. Er war auf Amerika-Tour, seit die Platte draußen ist mit seiner Band. Er zieht mit seiner Frau natürlich 3 Kinder groß. Und er hat gesagt, diese Balance zu finden zwischen Musiker sein, unterwegs sein, mehrere Bandprojekte haben und eine Familie. Also da muss man schon gucken, wo man bleibt, beziehungsweise müssen wir einfach gucken, wo wir da bleiben, live-technisch. The biography of your band says,
leading songwriter Greg, who's been leading the Shifting Cast since 2001. And I was wondering, is it a true band, how it's set up, or is it more like you are the head of it and you're leading it and you're deciding everything and the rest is like, I don't know, to be discussed, a bit floating, or how do you see that, or how, what's the concept? Yeah, it's definitely I'm the leader of the band. And I basically kind of put the band together to be a solo vehicle for songs that I wrote myself, exclusively to be performed by me and whoever I'm playing with. And it's just been the case that, over the years, I may lose a member because somebody can't, you know, finds it very hard to travel, mm-hmm. either because of family or work or whatever comes in the way. And so I just replace people as needed. But I do have other projects like the Oblivions and the Parting Gifts and things like this, where there are multiple songwriters. And in those situations, those people are key. So I really need them to be there. Yeah. But with this band, it's much easier to find replacements and continue the band. I understand. Also, die Biografie der Band Raining Sound sagt, Greg, mein Gesprächspartner heute Abend, ist der Anführer der Band. Er hat zu sagen, was da passiert. Und der Rest der Besetzung, der tauscht immer mal so ein bisschen durch, seit die Band 2001 zusammengefunden hat. Ich habe ihn gefragt, würde er das wirklich so unterschreiben? Ist das im Prinzip so ein Umsatzvehikel für seine Ideen? Und er entscheidet wirklich alles, was da passiert. Und er hat gesagt, ja, so ist es. Er ist wirklich der Anführer, zumindest von dieser seiner Bands. Er hat die Menschen selber zusammengestellt. Und er sieht das Ganze wirklich im Fall von dieser bestimmten Band Raining Sound als Transportvehikel für seine Songs, die er extra für diese Band schreibt. Und er hat gesagt, live ist es halt er, ne? Er schreibt die Songs und ihn braucht's auch. Und der Rest wird einfach so dazu gepackt, wie die Zeit haben oder wie er gerade meint, dass das passt. Er hat ja noch laufende andere Bands, zum Beispiel The Oblivions oder The Parting Gifts. Und er hat halt gesagt, da ist es ein bisschen anders. Da schreibt er die Songs nicht alleine. Und da ist natürlich das Bandgefüge auch ein komplett anderes als in diesem Fall. Haben wir schon mal was gelernt. Und ich finde, wir hören auf jeden Fall rein in den Song, der die aktuelle LP Shattered eröffnet. North Kakalaki Girl heißt das. Und ich habe Kakalaki nachgeschaut, weil ich einen aufmerksamer Gesprächspartner zu sein versuche. Und das ist ein Slangwort für Carolina. Und das ist der Bundesstaat, in dem Greg zumindest aktuell wohnt. Viel Spaß mit dem Song. Ah, ich mag's gerne, das North Kakalaki Girl, was wir gerade gehört haben, von Raining Sound. Und deren Mastermind Greg Cartwright ist bei uns zu Gast. Band spielt heute Abend im Privatclub, aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Da ist die Tür erst auf ab 20 Uhr. So, the lineup for the band, as you just mentioned while our audience was listening to the songs, has been quite stable for 5 years, which is a pretty good sign, I would say. But it was a bit bizarre how you guys got together. I'm not sure if I got this story right, but there was another band where you got the members from to step in for people who were not available spontaneously or yes. Short notice. Is that true? Yes. We were approached by a car company, strangely enough, called Scion. Okay. And they were doing, as a promotional item, they were doing 45s and EPs. And they did an EP with King Khan, who's, I think, based here in Berlin. Mm-hmm. And they also approached me about doing an EP. And at that point, my drummer had just quit because it was health issues. He couldn't really travel as well as he used to. Okay. So it was kind of bad timing when they approached me to do the EP, because mm-hmm. I didn't really have a rhythm section. So I talked to Dan Auerbach, who was going to produce the record, and he said, just come to Nashville to record and we'll find players. And I knew a lot of people in Nashville, so I figured, oh, yeah, we'll make this work. So when I got there, I called the three people that I thought of off the top of my head, and they were all either out of town or working on other sessions. Oh, no. So I couldn't find anybody, and I was there and ready to record these songs. Was that the point where you got a bit nervous about the whole thing? I got very nervous. Okay. And then I called Dave, who's my keyboard player. He lives in New Jersey. And the band that he plays with in New Jersey is called the J-Vons, and it's kind of a rock and roll soul group. And I knew all the people in that band because we had toured with the Parting Gifts, and we brought
the J-Vons is our support for a tour. Ah, okay. So I really got to know all of them really well. And I knew how good they were as players, and I knew that we all really got along as well. So at the last second, I called them and said, do you guys want to come tomorrow and give me like 3 days and we can record this record? And they all said yes. And I called the car company and said, I need you to get four tickets for these people and bring them here tomorrow. And I guess they had so much invested at that point, they said, sure, we'll do that. Yeah, at one point, it's not worthwhile stopping it all. And okay, you just go for whatever is exactly, needed. Yeah. Okay, ich habe mir von Greg nochmal die Geschichte erzählen lassen, wie die Band schlussendlich zusammengekommen ist, so wie sie heute Abend auch live im Privatclub zu erleben ist. Weil die Geschichte, die ich da gelesen habe, ich konnte sie gar nicht glauben. Und er hat es gerade nochmal ein bisschen ausgeführt. Also, es gibt in Amerika eine Autofirma, die hat unter anderem auch schon mit dem nicht unbekannten Künstler King Khan gearbeitet, weil die so unterschiedliche Sachen so machen lassen als Promotion-Geschenke, zum Beispiel Singles oder auch EPs. Und da haben sie bei Greg angerufen und haben gesagt, hallo, wir sind diese Autofirma, wir würden gerne eine EP mit euch einspielen und wir haben Dan Auerbach von den Black Keys am Schalter, der das Ganze produziert. So, Greg hat gesagt, super, bin ich dabei. Dann wurde erstmal der Drummer krank und dann ist er schon mal nach Nashville gefahren und hat dann festgestellt, das ist irgendwie alles schwierig, weil die ganzen Leute, die da mitmachen wollten, sind irgendwie nach und nach so weggebrochen. Und er hat dann gedacht, ach, das macht nichts. Ich kenne ja noch ein paar Leute, hat in seinem Telefonbuch geblättert und hat dann drei Leute angerufen, wo er dachte, so, die würden aber stattdessen total gut passen und die konnten dann alle drei nicht. Und das war der Moment, wo er anfing, sich wirklich Sorgen zu machen, um diese von Dan Auerbach zu produzierende EP mit seiner Band Raining Sound. Und dann hat er sich besonnen, dass es da Dave gibt, den Keyboarder von einer Band mit Namen The J-Vons. Und die haben schon mal seine andere Band, The Parting Gifts, supported. Und da hat er gedacht, oh, die haben das auf jeden Fall irgendwie drauf. Und dann hat er der Autofirma nur noch verkaufen müssen, dass sie diese vier Leute für diese EP-Aufnahme einfliegen müssen. Und zu dem Zeitpunkt hatte die Autofirma schon so viel Kohle da versenkt, dass sie gesagt haben, ja gut, diese vier Flugtickets machen jetzt auch nichts. Dann holen wir die Kerlchen aus Brooklyn oder New Jersey oder wo die da hocken, auch noch alle ran. Und so kam diese Band zusammen. Und offensichtlich hat das richtig gut geklappt, weil genau in dem Lineup sind sie heute noch unterwegs. So, is it a problem that the rest of the band is obviously not living close to you? No, it's not a problem at all. Okay. They're great players, and when we get together to rehearse, we generally use that time to also work on any new material I might be writing. And as you can imagine, you know, there's lots of touring and one-off small trips and stuff throughout the year, so we have plenty of opportunities mm-hmm. to get together. We don't rehearse as much as we probably would if we all lived in the same town. You know, we probably have like a weekly rehearsal or something. But they're great players, and we understand each other musically, so it's really not that much of a problem. Okay, ich habe gerade gefragt, ob das für ihn in irgendeiner Form schwierig ist, dass die anderen vier Mitglieder seiner Band offensichtlich nicht in seiner Nähe wohnen. Also man muss das räumlich vielleicht kurz zusortieren. Gegründet wurde die Band in Memphis, dann ist Greg erstmal schön umgezogen nach Asheville, North Carolina. Dann hat er sich diese neuen Bandmitglieder gesucht und von denen sind einige auf jeden Fall noch in New York unterwegs, weil ich weiß, dass der Schlagzeuger den Kontakt zu dem Studio in New York gemacht hat, wo er nämlich parallel auch noch arbeitet, wo sie die aktuelle Platte aufgenommen haben. Und Greg hat gerade gesagt, nee, im Prinzip sind die alle musikalisch an ihren Instrumenten so fit, dass das gar nicht nötig ist, dass die räumlich so eng aufeinander hocken. Und abgesehen davon hat er gesagt, die treffen sich und proben natürlich, bevor es auf Tour geht. Die haben immer mal zwischendrin so Gigs, wo sie sich dann zusammensetzen. Und wenn er neues Material dabei hat, können sie dann da gleich dran arbeiten. Die sind also echt eingegroovt. Und er hat als Fazit gesagt, vermutlich spielen die über diese Distanz sogar öfter und konzentrierter miteinander, als wenn sie in derselben Stadt wären und irgendwie so einen schwindigen, einmal die Woche treffen wir uns alle zum Probentermin hätten. So, da haben wir aber richtig was gelernt über diese Band. Ich hoffe, die brauchen nicht noch mal so lange, um ihre nächste Platte dann live in Deutschland vorzustellen. Aber heute Abend haben sie ja die Chance. Also, Raining Sound spielen heute im Privatclub. Eintritt kostet ungefähr 19 Euro. Einlass ist in einer knappen halben Stunde. Lassen Sie sich diese Band nicht entgehen. Wir hören noch mal rein in die aktuelle Platte. Shattered heißt sie. Die ist aus dem letzten Jahr. Und da muss ich mich noch höflich verabschieden von meinem sehr informativen Gesprächspartner. Greg, it was a pleasure to learn that much about your band and how you work. It was a pleasure to meet you and talk to you. So I hope you enjoy your stay. Thank you. Give a big hi to the rest of the boys. I'll do it. If you want to, come along. Don't make us wait that long. If you release a new album, play yes. Germany quicker with it. Yeah, and bring the boys and play a live set. It would be fantastic. We'll do it. But enjoy your stay, first of all. And thank you so much. Radio 1, nur für Erwachsene.